Freunde der Sonne, ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich heiße Suda, ich bin 20 Jahre alt und ich bin fucking excited, Leute, weil wir machen heute meine Nägel. Der eine oder andere von euch, der mich verfolgt, weiß bestimmt schon, dass ich seit 3 Monaten meine Nägel selber mache. Und Leute, es ist zwar ein Fluch und ein Segen zugleich, es ist ein richtiger Struggle, aber es macht dennoch so viel Spaß und so viele von euch hatten mich gefragt, ob ich ein Video machen kann, wie ich meine Nägel mache, weil sie so extrem extra fancy und lang sind. Und dann dachte ich mir, why not, let's do it. Bald biete ich meinen Nagelservice auch an, Leute. Das heißt, folgt mir unbedingt auf Instagram, um nichts zu verpassen. In circa einem Monat geht's los. Und ich brauche auch noch extrem viele Modelhände. Also falls jemand Lust hat, so abgefuckt freshe Nägel zu bekommen, für extrem günstig, weil ich eben Modelhände brauche, um zu experimentieren, um Sachen auszuprobieren, dann folgt und schreibt mir unbedingt, damit ihr das nicht verpasst. So, und jetzt muss ich euch erstmal, oh mein Gott, ihr seid so nicht ready. Wahrscheinlich habt ihr es schon auf dem Thumbnail gesehen, aber ihr seid dennoch nicht ready darauf, wie verfickt geil meine Nägel sind. Oh mein Gott, allein dieser Sound. Und, oh mein Gott, okay, stopp, meine armen Nachbarn. Guckt euch das bitte einmal an. Brauche ich noch irgendwas sagen? Muss ich irgendwie noch irgendwas sagen? Gibt es irgendjemanden, der fancier ist als ich? No! Okay, ich glaube, man merkt, wie excited ich bin, Leute. Das Video ist extrem chaotisch. Nimmt mir das nicht übel, weil typisch so, da habe ich mir ein ganzes Nagelset gemacht und habe es dann wieder abgemacht. Es war auch eigentlich ganz fresh. Lasst mich nicht lügen, ihr werdet es gleich sehen. Aber es war einfach nicht das Wahre. Und dann sind auch noch diese kleinen süßen Süßigkeiten angekommen und dann muss ich mir das auf die Nägel machen. Und deswegen seht ihr in diesem Video quasi zwei verschiedene Nägel, die ich mache. Einmal die, die ich gerade zum Schluss habe. Und das Set, was ich mir ursprünglich gemacht hatte, das hatte ich aber nur so 3-4 Tage dran, weil irgendwann fand ich es einfach nicht mehr cool. Dennoch, kommentiert unbedingt, wie ihr das erste Set fandet und welches ihr fresher findet. Das oder das erste. Und jetzt let's go! Was ich für Produkte für meine Sets benutzt habe, erwähne ich zwar hier und da, aber macht euch keine großen Sorgen, Leute, denn ich habe einen riesen Nagel-Supply-Haul gedreht. Also ich habe einmal alles abgedreht, was ich zu Hause an Nagelzubehör besitze. Und es kommt nächste Woche online. Das heißt, abonniert einfach meinen Kanal. Dann könnt ihr nämlich auf gar keinen Fall verpassen, woher ich diese ganzen süßen fancy Steinchen habe, woher ich meine Swarovski-Steine habe, woher ich diese langen Tipps habe, woher ich mein Blattgold habe. Und natürlich habe ich euch auch wieder Rabattcodes geklärt. Also bleibt dran, Brudi. So, also wie ihr unschwer erkennen könnt, ist mein ganzer Tisch schon ready. Ich habe schon mal ein paar Sachen auf dem Tisch getan, die ich potenziell für meine Nägel benutzen werde. Wie zum Beispiel diese Muschelschälchen von 99 Nails oder Muschelsplitter, whatever. Sieht zu fresh aus, Leute. Ich bin richtig hyped. Und ich habe keine Ahnung, was ich mit meinen Nägeln machen will. Also bleibt dran, seid gespannt. Ich bin nämlich auch richtig gespannt. Ich habe noch keine Ahnung. Das erste, was ich mache, ist natürlich mir meine Tipps aufkleben. Meine Tipps sind heute neu angekommen, deswegen mache ich mir auch heute meine Nägel neu. Und zwar sind sie von Glitterbells. Das sind die Extreme Coffin Tipps, wie ihr sehen könnt. Und es sind einfach extrem lange, etwas spitzere Tipps. Davor hatte ich die hier genutzt, weil ich einfach Square Nägel wollte, also viereckige. Aber jetzt habe ich Bock auf spitzere und ich möchte nicht die ganze Zeit feilen. Also habe ich mir einfach die hier bestellt. Die sehen richtig geil aus. Jetzt machen wir sie dran. Also let's go. So, Leute, meine Tipps sind jetzt alle dran. Es hat echt etwas gedauert, weil ich habe natürlich noch mein ganzes Nagelbett prepared. Das heißt, hier ein bisschen die Nagelhaut entfernt, mein Naturnagel geschliffen. Jetzt sind die Tipps dran. Und jetzt geht's los. Ich habe keine Ahnung, was ich machen will, Leute. Also schaut einfach zu. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier links neben mir alles aufgebaut, damit ich hier schnellen Zugang habe. Ich habe jetzt hier meinen Pinsel und werde als erstes meine Nägel dehydrieren und dann primen. Der Dehydrator ist von ND24 und der Primer ist von Jollyfeen. Ich bin nach wie vor sehr unentschlossen, was mit meinen Nägel machen soll, aber ich glaube, ich entscheide mich für dieses Acrylset von Saviland, was sie mir zugeschickt haben. Da sind nämlich nur Pastellfarben drin, wie ihr sehen könnt, und ich finde jede einzelne Farbe so geil. Deswegen, ich fange erstmal mit diesem Türkis an, das werde ich auf meinen Ringfinger machen und dann werde ich da drauf noch so ein bisschen türkises Glitzer machen und dann schauen wir weiter. So, Leute, ich habe mich doch umentschieden und arbeite hier jetzt mit Gel, weil es fällt mir um einiges leichter. Ist mir aufgefallen, Acryl überfordert mich und it's just stressing me out. Deswegen habe ich den Ringfinger, auf dem blau war, jetzt einfach mit pinkem Gel überdieser. Man sieht das noch ein bisschen, aber ich werde das überarbeiten, keine Sorge. Und bin jetzt mit meinem kleinen Finger beschäftigt. Ich habe vor, einfach so einen halbklaren Nagel zu machen mit Gold. Und das mache ich gerade einfach mit einer Pinzette. Das Gold seht ihr im Hintergrund. Und yes. Ich nehme mir dafür einfach so ganz kleine Stückchen aus der Packung. Ich glaube, diese Packung wird auch 100 Jahre halten, so viel wie das ist. Und dann hafte ich das auf den Nagel. So, Leute, ich benutze diese Hand gerade tatsächlich eher ein bisschen so zum Testen, weil ich gar nicht genau weiß, was ich mit meinen Nägeln machen möchte. Aber soweit bin ich bereits. Ich habe den kleinen Finger, den ich euch eben gezeigt habe, dann habe ich den hier mit Glitzer gemacht. Das war ja der ursprünglich blaue und habe da jetzt einen Neuner, eine Waffe drauf gemacht. So ein Sticker. Ich zeige euch auf der anderen Hand gleich, wie ich das gemacht habe. Jetzt bin ich bei dem hier angelangt und da habe ich bis jetzt nur Glitzer drauf gemacht. Das mache ich einfach, indem ich das Glitzer so in Papier tue und dann kann ich so meinen Finger reintunken oder es halt einfach über meine Hand kippen, ohne dass das Pulver verloren geht. Und so sieht es gerade aus.
Nagel aus, Leute. Und yes. So, als nächsten Schritt für diesen Nagel nehme ich mir wieder mein pinkes Clear Gale. Ich benutze gerade das von 99 Nails und ich muss sagen, ich bin echt zufrieden damit. Das ist ziemlich geil. So ist die Konsistenz, damit ihr eine Vorstellung habt. Und ich nehme jetzt ein wenig, um mein Nagelbett zu kaschieren, weil der Nagel wird zwar klar, aber ich muss ja dennoch hier oben etwas Gel anbringen und genau das mache ich jetzt, falls ihr das erkennen könnt. Ich nehme mir einfach ein bisschen und verteile das hier oben auf meinem Nagelbett, aber vorsichtig, weil ich will ja nicht, dass das zu viel auf meinem Nagel sich verbreitet, da ich hier eigentlich einen Clear Look will. So. Wie ihr sehen könnt, Leute, komme ich voran. Ich bin gerade bei meinem Daumen und ich decke den ganzen Daumen einfach in diesen Pink Nude ein. Erstens, weil ich dieses Bildergel einfach richtig, richtig gut finde. Und zweitens, weil dieser Daumen komplett blau wird. Deswegen, ja, habe ich nichts Besonderes vor und kann den ganzen Nagel quasi mit demselben Gel aufbauen. So, Leute, fast 3 Stunden später bin ich mit meiner einen Hand schon fertig. Ich habe auch alles schön gefeilt. Das Einzige, was ich jetzt noch mache, ist einmal weiß mit meinem blauen Shellac mixen. Das ist nämlich so ein Türkis und ich habe es ja eben schon auf meinem Nagel ausprobiert, aber es war einfach zu dunkel. Deswegen mische ich es jetzt und hoffe, dass es dann besser wird. Also, let's go. So, Leute, ich bin finally zu einem Ergebnis gekommen. Falls ihr seht, ich klebe mir auch schon Steinchen. Und zwar habe ich mir einmal einen rosanen, darüber einen blauen und jetzt kommt darüber noch so ein kleiner silberner. Und den lege ich einfach so auf den Nagel, auf etwas Versiegelungsgel und dann kommt es unter die Lampe und wird versiegelt. So, lasst euch von meiner Unordnung nicht irritieren. Jetzt habe ich nämlich einen Plan. Als nächstes machen wir den Ringfinger. Den werden wir genauso blau machen, wie ich den hier gemacht habe. Dafür benutzen wir erst mit dem Bildergel von 99 Nails, den ich die ganze Zeit nutze, um meine Nägel zu machen. Und dann mischen wir wieder die Farbe hier einfach auf dem Deckel drauf, so wie ich es eben gemacht habe. Und dann, Leute, habe ich vor, mir einen Sticker aufzukleben. Und zwar diesen Blessed-Sticker auf das Babyblau. Ich habe das Gefühl, es wird voll geil aussehen. Also, let's go. So, ich habe jetzt ein kleines Schälchen mit warmem Wasser und lege da einfach den Sticker rein, den ich möchte. Und lasse ihn da so ein bisschen rumschwimmen, damit der weich bzw. so sich von dem Papier löst. Und wenn ihr merkt, es fängt an, sich zu lösen, dann könnt ihr es so ein bisschen wegbewegen vom Papier. Aber ganz vorsichtig, damit ihr euren Schriftzug nicht kaputt macht. Ja, jetzt muss ich ihn nur noch einfangen. Und so sollte es dann aussehen im besten Falle. Bam. Und das klatschen wir uns jetzt auf den Nagel. Let's go. Und als nächstes mache ich meinen Zeigefinger und zwar werde ich ihn erstmal mit normalem Bildergel aufbauen. So, und das lege ich ungefähr so an den Anfang des Fingers, denn ich möchte so einen Ombre-Effekt haben mit einem stärkeren Pink und die Spitze des Nagels soll klar werden. Mal gucken, ob ich das hinbekomme.
So, ich habe mich jetzt doch umentschieden und mache kein Ombre, sondern wie ihr seht, ich habe eine Ecke klar gelassen, eine Ecke habe ich pink gemacht, oben ist es rosa und das werde ich jetzt alles kaschieren mit Black Gold. Und dafür nutze ich auch einfach eine Pinzette. Wie ich das mache, zeige ich euch jetzt. Den Daumen habe ich auch super easy gemacht, einfach wieder meinen normalen Bildergel. Dann habe ich hier einfach wirklich Glitzer benutzt mit einem Make-up-Stift. Ich kann euch das jetzt ja gerne zeigen, so sieht das aus. Und ganz vorne habe ich vor, es clear zu lassen. Und jetzt sind wir eigentlich auch schon durch. Es tut mir schrecklich leid, falls euch das alles ein bisschen chaotisch vorkam, weil ich einfach, weil ihr ein paar Nägel nicht gesehen habt. Dann habe ich mal wieder einen Nagel gezeigt, auf einmal war ich drei Nägel weiter. Das liegt daran, dass beispielsweise Steine kleben total kompliziert ist. Vor allem, ich mache das ja gerade alles mit der linken Hand auf der rechten Hand. Und das dann auch noch in die Kamera zu halten, ohne dass die Steine wegrutschen oder so, das ist richtig, richtig schwer. Deswegen, please don't judge me. Was geht ab, Leute? Es ist eine oder zwei Wochen um und ich glaube, ihr könnt euch an das ungefähre Endergebnis erinnern, das ich ursprünglich gemacht hatte. Wie ihr seht, habe ich alles wieder geändert. Und zwar habe ich einfach mein ganzes Set wieder Natur gemacht. Achtet nicht diese Bumps, ich bin nämlich gerade dabei. Also ich habe gerade hier die Hand fertig gemacht. Die habe ich noch von meinem letzten Set gelassen. Da muss ich gleich noch sauber machen. Bla, bla, bla. Auf jeden Fall. Ich bin so excited und ihr seid bestimmt so verwirrt, weil ihr euch denkt, Mädchen, wie, du machst in einem Video zweimal verschiedene Nägel. Aber ich musste, weil das angekommen ist und jetzt versteht ihr warum. Also ich glaube, ich spinne. Ich glaube, ich spinne. Und ich wollte es direkt schon auf das Set klatschen, das wir eigentlich gemeinsam gemacht haben in diesem Video. Aber es war einfach zu viel. Die Farben haben sich gegenseitig so ein bisschen gebissen. Es hat einfach nicht gepasst. Deswegen dachte ich, mache ich jetzt einfach alles basic auf meinen Nägeln. Halt bis auf diesen blauen, das ist nicht so dramatisch. Dann kann ich dann nämlich auch schön meine Nägel verziehen. Oh mein Gott, Leute, ich bin so aufgeregt. Also, let's get it. Ich bin hier gerade schon am Experimentieren, was ich am freshesten finde. Ich habe hier gerade auf dem Mittelfinger so ein M&M. So ein M&M wollte ich auf meinem Mittelfinger machen. Und auf meinem Ringfinger so ein Chip-Mip-Ding. Aber, ich weiß nicht, ob mir das gefällt wegen dem Hasen. Auf jeden Fall, die Dinger findet ihr auf Amazon. Ich verlinke euch das direkt. Und ansonsten sind hier noch so viele verschiedene Farben drin. Ich bin wirklich, ehrlich gesagt, überfordert. Bei dem M&M bin ich mir schon sicher. Deswegen habe ich mir hier jetzt einfach ein bisschen klares Gel aufgetragen. Und werde jetzt den hier einfach drauflegen. Leute, das ist keine schwere Mathematik. Ihr seht, ich mache das hier gerade im Stehen. Ich bin ein sehr improvisatorischer Mensch. Und danach tun wir das 30 Sekunden unsere Lampe, damit es trocknet und fest bleibt. So, let's fucking go. Wie gefällt mir das? Will ich das mal so ein bisschen drehen? Und das tun wir jetzt so in die Lampe. Let's get it. Irgendwie sieht es ein bisschen komisch aus, aber es wird gleich noch, Leute. Weil hier kommt ja auch noch was drauf. Also lasst euch nicht irritieren, ja? Ich habe den M&M jetzt unter die Lampe gehalten und er sitzt fest, wie ihr sehen könnt. Er fällt nicht mehr ab. Und das liegt daran, dass ich nicht nur diesen kleinen Dot gemacht habe, sondern nachdem das fest trocknet. Und das ist wirklich eine Pingelarbeit, Leute, weil der rutscht ja immer wieder nach links und rechts beim Trocknen. Da müsst ihr aufpassen, dass euch der nicht verrutscht. Drehe ich den Nagel nochmal um und fülle die Seiten, die überschüssigen Seiten von dem Gadget quasi, von dem kleinen Stückchen, das wir hier auf unserem Nagel machen. Auch mit klarem Gel, das sieht man dann hier an den Seiten nicht, dass es gefüllt ist, aber einfach zum Halt, denn ansonsten würde er einfach direkt umverfahren und das bietet hier links und rechts einfach nochmal ein bisschen Halt, wenn ihr das mit Klargel ausfüllt. Und that's it. So, als nächstes mache ich hier ein bisschen Gel hier drauf und wie ihr sehen könnt, ich bin da eigentlich gar nicht so großzügig mit. Könnt ihr gerne großzügig sein, aber dadurch, dass es sehr flüssig ist, verrutscht es sehr schnell. Und jetzt nehme ich hier diesen Teddy Bären und platziere den ganz hübsch auf meinem Nagel, weil das sieht aus wie diese, kennt ihr diese sauren Würmer? Und das sieht einfach aus wie so ein Gummibärchen mit Zucker. Das sieht einfach, uff, einfach geil aus. So, Leute. Ah, ich bin so excited. Guck mal, auf der Seite habe ich diese Chips doch drauf gelassen und ey, ich bin so verliebt. Oh mein Gott, ich will nicht die ganze Zeit in die Kamera schreien, aber ich bin wirklich so toll. Also, das ist es für mich einfach. Wahrscheinlich werde ich in den kommenden Tagen das wieder ändern, weil, Leute, ihr wisst nicht, das ist einfach ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist, dass ich mir meine Nägel selber machen kann, weil ich kann einfach jeden Tag was ändern, je nach Laune, Lust, Outfit, Farbe. Und ich glaube, auch diesen mache ich bald ab, weil irgendwie beißt er sich, finde ich. Aber ich möchte den heute drauf haben, weil heute finde ich ihn süß. So, Leute, das war's mit meinem Nagelset-Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich glaube, man kann unschwer erkennen, wie excited ich über diese Nägel bin, Leute. Schreibt, wie gesagt, unbedingt in die Kommentare, was ihr fresher findet, das erste oder das zweite Set.
Denn ich fand das erste Set eigentlich gar nicht hässlich. Aber irgendwie war es mir dann doch zu viel. So Gold, Sticker in Schwarz, Steine, Türkis, Glitzer, Pink, alles habe ich. Ich habe einfach alles auf meine Nägel gemacht, was ich zu Hause hatte. Und dieses Set ist so ein bisschen schlichter und hält sich auch eher in so einer Farbrichtung. Also schlicht würde ich das auf jeden Fall nicht nennen, aber ihr checkt, was ich meine. Für meine Verhältnisse, dass nicht jeder Nagel eine andere Farbe hat, ist schon sehr beeindruckend. Abgesehen von meinem Nagelzubehör-Video, Leute, kommt in Zukunft generell mehr Nagel-Content auf euch zu, einfach weil ich ja jetzt bald anfange, Nägel zu machen. Deswegen vergesst auf jeden Fall nicht zu kommentieren, was für Content ihr sehen möchtet. Ob ihr sehen möchtet, wie ich mir Blattgold auf die Nägel mache, wie das genau funktioniert oder wie man solche großen Teile auf den Nägeln befestigt oder wie man Swarovski-Steine befestigt, wie man so lange Nägel aufbaut, dass sie so haltbar sind. Wenn ihr irgendwelche detaillierten Fragen habt oder etwas ausführlich sehen wollt, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich würde mich riesig freuen und werde dann direkt dazu auch ein Video machen. Also nur her mit den Fragen und unabhängig davon, schreibt mir bitte auch in die Kommentare, was ihr denkt, was mir so an Designs stehen würde, weil wie ihr seht, Leute, ich habe mittlerweile schon fast alles durchgedribbelt. Ich weiß nicht mehr, was mir auf die Nägel machen soll. Ich brauche einfach ein bisschen mehr Info, Leute, und voll viele von euch schicken mir immer, weil ihr wisst einfach, wie ich bin, schon seit 2 Jahren, immer wieder Nägel, von denen sie denken, dass sie bei mir fresh aussehen. Aber jetzt weiß es jeder von euch, schreibt einfach in die Kommentare irgendwie Leopardmuster, irgendwelche Ideen, schreibt Links rein, schickt Fotos, whatever, and we gonna do it. Ansonsten wünsche ich euch einen wundervollen Tag. Vergesst nicht mehr auf Insta, TikTok und Snapchat zu folgen, weil wie gesagt, dort bin ich um einiges aktiver und habe dort auch bereits schon Nagel-Content gepostet, weil es dort einfach leichter ist. Auf TikTok beispielsweise. Checkt da ab, was ich mir für Sets schon gemacht habe. Da habe ich auch so Mini-Hauls, was ich für Nagelprodukte benutze. Auf Insta findet ihr meine ganzen Nagelsets aus den letzten 2 Jahren. Und alles andere findet ihr in Zukunft hoffentlich auf meinem Kanal. Einen dicken Kuss von mir an euch. Passt gut auf euch auf und bis zu meinem nächsten Video.